Willkommen im Dauerwald. Mein Name ist Wilhelm Bode und ich habe mich schon mein ganzes Leben lang mit dem Dauerwald beschäftigt. Ich war Chef der saarländischen Forstverwaltung und auch der Naturschutzverwaltung und später auch Bundeswaldsprecher des NABU. Heute Abend möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, ist die Buche die Baumart der Zukunft auch, wenn das Klima sich noch weiter erwärmen sollte? Sie haben sicherlich schon in Zeitungen gelesen, dass es nicht nur der Fichte und den Kiefern schlecht geht im deutschen Wald, sondern dass angeblich auch die Buche gefährdet sei und jetzt bedroht sei, auszusterben. Doch ich wollte Ihnen eigentlich das Gegenteil belegen heute. Schauen Sie, wenn die klassische Forstwirtschaft und auch die Forstwissenschaft über Buchen spricht, dann sprechen Sie über solche Wälder, wie hier einer eingeblendet ist. Das ist ein Buchenwald, wie Sie ihn kennen, der auch euphemistisch als Buchendom bezeichnet wird. Aber wenn Sie mal genau hinschauen, haben Sie da nicht ein ungutes Gefühl? Ist dieser Wald denn von Natur aus da? Nein, den gibt es von Natur aus gar nicht. Das ist nämlich ein Buchenaltersklassenwald. Und wenn Sie auf den Boden schauen, dann sehen Sie, dass der eine flächige Laubdecke hat. Und die ist hier in diesem Fall schon sicherlich 5 bis 10 cm dick. Das heißt, das ist völlig unnormal für einen natürlichen Buchenwald. Warum sammelt er sein Laub auf dem Boden an? Von mehreren Jahrgängen, bis es dann schließlich verrottet? Das liegt ganz einfach daran, dass er extrem schattig und kühl ist und, das ist das Wichtige, die Bodenlebewelt gewissermaßen zum Erliegen kommt. Denn in diesem Buchenwald stimmt alles fast nicht, außer, dass die Buchen, die Sie da sehen, ja von Natur aus in Deutschland vorkommen. Das ist unsere Hauptbaumart, denn Deutschland wäre zu mehr als 70-80% von Natur aus mit Buchenmischwäldern bewaldet. Ich möchte Ihnen eine Karte zeigen, die vom Satelliten aus aufgenommen wurde. Sie ist deswegen besonders eindrücklich, weil es eine Nachtkarte ist. Das heißt, es ist ein Foto aus dem Weltall und die Grenzen der Kontinente sind wahrscheinlich etwas verstärkt worden. Und ich habe dort drei Siedlungsgebiete eingezeichnet. Sie sehen, das ist der reiche nordamerikanische Ostküstenbereich. Es ist das kontinentale Europa und ganz rechts sind es die Wachstumsbereiche Japans und Chinas. Und Sie sehen, diese drei Bereiche markieren die Bereiche auf dem Globus, wo der größte Wohlstand herrscht. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der natürlichen Bewaldung, dann sehen wir, dass das alles Regionen sind, die in der erdgeschichtlichen Botanik, der sogenannten Geobotanik, als Holarktis bezeichnet werden. Und ich darf Ihnen sagen, selbst wenn sich das Klima in Deutschland noch wesentlich ändern würde, wir würden weiterhin zum Pflanzenreich der Holarktis gehören. Was bezeichnet ein Pflanzenreich? Die Pflanzenreiche kennzeichnen sich dadurch, dass sich im Laufe der Evolution bestimmte Pflanzenfamilien dort ausgebreitet haben und die im Wesentlichen die Vegetation zusammensetzen. Und ich habe mal hier aufgeschrieben, welche Baumfamilien vor allen Dingen in der Holarktis bestimmend sind. Es sind zum einen die Betulaceen, es sind die Eichen, die Kieferngewächse und es sind natürlich auch die Buchenwälder, die in der Holarktis beheimatet sind. Jetzt habe ich noch eine andere Karte mitgebracht und habe hier eine schmale Zone gekennzeichnet mit den roten Strichen, die Sie sehen. Und diese schmale Zone, die wird in den Fachbegriffen nemorale Zone benannt. Wir könnten das in Europa übersetzen mit kühl gemächlichtes Buchenwaldklima. Warum Buchenwaldklima? Weil die Buche in Zentraleuropa für genau diese Zone die Hauptbaumart ist und Deutschland mitten im Zentrum dieses Buchenwaldvorkommens liegt. Es ist aber, wie wir sehen, auch die Zone der intensivsten Verfälschung des natürlichen Waldbildes. Denn die dunkelgrünen Flächen, die Sie sehen auf der Karte, sind alle außerhalb dieser Zone. Innerhalb dieser Zone sind nur noch die wenigen gelben Flächen, das sind die Restwälder, die wir noch heute haben. Und das sind aber alles verfälschte Wälder. Das heißt, sie haben nichts mit den Wäldern zu tun, die hier von Natur aus gewachsen sind. Das gilt selbst für die Buchenwälder, auch wenn es weiterhin Buchen sind, die dort wachsen. Aber die Wälder haben sich natürlich total durch menschlichen Einfluss verändert.
Sie sind, könnten wir ernsthaft sagen, verarmt. Das heißt also, wir leben auf gut Deutsch in der reichsten Zone des Wohlstandes, die gleichzeitig natürlich ihre Wälder am intensivsten verändert und zerstört hat. Und das Ganze auch noch, da schlagen wir uns in Deutschland immer gerne stolz vor die Brust, als Folge einer angeblich nachhaltigen Forstkultur. Doch, wie Sie gleich sehen werden, da ist nicht viel Nachhaltigkeit dran. Schauen wir uns doch mal etwas größer die Karte von Europa an. Und dann sehen wir hier in grün eingezeichnet das natürliche Verbreitungsgebiet der Buche, bevor die Siedlungsgeschichte die Buche da stark zurückgedrängt hat. Und dann sehen Sie eigentlich, dass Deutschland zu fast 80% komplett von Buchenmischwäldern bewachsen wäre, wenn es den Menschen nicht gäbe. Aber wir müssen auch sagen, es zeigt nur die Verbreitung, die wir als natürliches Areal verstehen oder bezeichnen. Was ist ein natürliches Areal einer Baumart? Es ist das Areal, wo sie ohne Einfluss des Menschen von Natur aus mal vorgekommen ist. Das wissen wir zum Beispiel über Pollenanalysen und vieles andere. Aber Sie sehen oben rechts, es gibt auch 600 Kilometer nördlich von diesen Arealen noch Buchen, und zwar im Botanischen Garten von Helsinki. Da wachsen wunderbar große Buchen, die an Größe und Pracht unseren Buchen gar nicht nachstehen. Das gleiche auch ganz weit östlich, noch mehr als 600 Kilometer östlich von der Verbreitungsgrenze, nämlich in Kiew. Wie kommt das? Wachsen also Bäume auch außerhalb ihres natürlichen Areals so gut, dass sie so schöne Exemplare wie in den beiden Botanischen Gärten in Kiew und Helsinki zeigen können? Natürlich können sie das. Denn das natürliche Areal zeigt zwar das natürliche Areal, aber das kommt zustande, indem die Bäume mit anderen Baumarten konkurrieren. Das heißt, das natürliche Areal zeigt das sogenannte soziologische Areal der natürlichen Bäume. Daneben haben sie natürlich ein physiologisches Areal, das heißt ein Areal, in dem sie noch wachsen können, wenn sie nicht von anderen Bäumen von dort verdrängt würden. Und das behalten Sie natürlich bei, auch wenn Sie dort von Natur aus gar nicht vorgekommen sind. Und das ist eben das Interessante, auf das es in der Zukunft ankommt. Das heißt, erträgt die Buche möglicherweise auch andere physiologische Klimate als das, wo wir sie heute als natürlich ansehen? Und das können wir nur eindeutig mit Ja beantworten. Ich zeige Ihnen im Folgenden einige Bilder, die zeigen, wo überall in Europa Buchen schon jetzt wachsen, also schon jetzt im natürlichen Areal, das wir vorgefunden haben. Ich möchte Ihnen im Nachfolgenden einige Bilder von europäischen Buchenwäldern zeigen, die deutlich machen, auf wie unterschiedlichen Standorten und in wie unterschiedlichen warmen und kalten Regionen Buchenwälder zu wachsen vermögen. Zunächst ein Bild von Norwegen. Dort in Narvik wachsen herrliche Buchenwälder, die nicht im geringsten unseren Buchenwäldern an Wuchskraft nachstehen. Und Sie können sehen, Narvik liegt ja sehr im Norden, hat also ein sehr kaltes, kontinentales Klima. Das nächste Bild zeigt Buchenwälder am Olymp in Griechenland. Da ist es natürlich, wie Sie wissen, sehr mediterran warm und mit einem sehr langen Sommer und ganz milden Wintern. Das nächste wiederum zeigt Buchenwälder im kontinentalen Spanien, wo es praktisch keinen Schnee, keine Winterkälte gibt. Das nächste Bild zeigt dann Buchenwälder auf dem Stiefelabsatz in Italien, also sehr weit südlich, voll im mediterranen Raum. Ein weiteres Bild zeigt Buchenwälder auf dem Ätna. Und das sind die Buchenwälder übrigens, die die südlichste Grenze des natürlichen Buchenvorkommens in Europa markieren. Und als letztes Bild zeige ich Ihnen die Wälder in den Karpaten, und zwar im östlichen Karpatenbogen in der Ukraine. Die sind besonderes insofern, weil sie die größten noch vorhandenen Natur, ja, man kann sogar sagen Urwälder mit Buchen in Europa darstellen. Aber Vorsicht! Urwälder und Naturwälder sind nicht unberührte Urwälder. Denn Europa ist natürlich seit Tausenden von Jahren von Menschen besiedelt
Und natürlich haben auch solche Wälder schon hin und wieder die Axt in früheren Zeiten gesehen, wenn sie auch nie kahl geschlagen wurden. Aber es handelt sich um immerhin sehr natürliche Naturwälder oder Urwälder. Ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wie ein völlig unberührter Buchen-, Urwald- oder Naturwald aussieht. Wir sprechen auch von Virgin Forests oder jungfräulichen Wäldern. Und tatsächlich gibt es in Europa noch einen kleinen Wald, nicht viel größer als etwa 1000 Hektar, der tatsächlich diese sehr hohe Qualität eines Virgin Forests hat. Und das hat er zu verdanken einer Stiftung der Familie Rothschild. Und zwar in der sogenannte Rotwald in Österreich. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein Bild auf der ganzen Fläche des Kanals. Und Sie sehen, wo er ungefähr liegt. Er liegt auf der Grenze von Niederösterreich. Und dieser Wald ist etwas ganz, ganz Besonderes. Er ist eine Perle, wie sie sonst in Europa nirgends mehr zu haben ist. Ich will Sie nicht enttäuschen, aber Sie können diesen Wald nicht besuchen, denn er ist strengstens per Gesetz vom Betreten ausgenommen. Er liegt Gott sei Dank in einem sehr einsamen Waldtal, das von außen praktisch nicht zugänglich ist. Und das hat es überhaupt ermöglicht, dass dieser Wald bis in unserer Zeit sich erhalten hat und in das Eigentum der Familie Rothschild geriet. Und dann hat ein kluger Baron Rothschild, der dieser Eigentümer dieses Waldes wurde, dann gesagt, nein, dieser Wald ist eine solche Kostbarkeit, der darf nicht in irgendeiner Weise zerstört oder genutzt werden. Und aus diesem Wald wissen wir tatsächlich heute, aufgrund sehr intensiver Forschungen, wie ein Buchen-Urwald, ein jungfräulicher Wald, funktioniert. Und ich sage Ihnen, er funktioniert ganz anders als alle Buchenwälder, die wir so hinlänglich kennen. Ich zeige Ihnen mal einen deutschen Buchenwald, der sehr naturnah ist, aber ein kulturlicher Wald, nämlich ein Buchendauerwald. So können Wälder auch bei uns aussehen. Und die können wir entwickeln aus diesem komischen Wald, den ich Ihnen ganz zu Anfang als erstes Bild gezeigt habe. Woran liegt das? Was ist das Entscheidende im Unterschied dieser Wälder? Das Entscheidende ist der Wasserhaushalt, der Feuchtigkeitshaushalt dieser Wälder. Denn Wälder machen ihr Klima selbst. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine Grafik, die deutlich macht, wie gestört das Waldbinnenklima in einem Altersklassenwald ist, das dem Bild entspricht, das ich Ihnen gleich noch einmal zeige. Schauen Sie, der Wind bläst von links in den Wald hinein und bläst natürlich auch in den leeren Stammraum. Wälder aber zeichnen sich im Grunde genommen von Natur aus durch eine ewige Windruhe, weil sie innen drin voll begrünt sind und deswegen für Wind und Windbewegung überhaupt kein Raum ist. Und der Wind, der auf einen Wald trifft, wird natürlich durch die Kronen abgelenkt, oben über die Kronen. Das ist ganz normal, das geschieht bei jedem Wald, auch bei natürlichen Wäldern. Und dort wollen die Wälder auch eine hohe Windgeschwindigkeit. Denn der Wind erhöht ihre Transpiration, die praktisch ihren Stoffkreislauf in Gang hält während der Vegetationszeit. Aber entscheidend ist natürlich das Waldesinnere. Und in einem Altersklassenwald ist das Waldesinnere im Zweifel trocken, zwar kühl und schattig, aber immer auch trocken, weil im Grunde genommen nichts an Blattgrün vorhanden ist, das die Luftfeuchte im Waldesinneren anhebt. Und solche Wälder sind dazu noch sehr schlecht für den Grundwasserhaushalt. Denn sie halten das Wasser gewissermaßen im Kronenbereich fest. Zwar hat es bei Buchen einen Kronenregen, der dann möglicherweise auch in den Boden einsickert, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich sehr viel weniger Wasser, was einsickert, als in einem naturnahen Wald, den ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Aber jetzt erst einmal nochmal ein Foto, das Foto, das Sie schon kennen vom Anfang. Das ist dieser Altersklassenwald, den ich in der Grafik Ihnen versuchte zu erklären. Jetzt zeige ich Ihnen mal in der nächsten Grafik, wie ein natürlicher Wald das Waldbinnenklima machen würde. Schauen Sie, der Wind, der wiederum von links kommt, wird abgelenkt über die Kronen, was er ja auch soll, damit diese transpirieren und gewissermaßen die Stoffkreisläufe der Vegetation in Gang halten. Aber im Wald selbst
ist eine ewige Windruhe. Und der Waldregen nach dem Regen kann ideal in den Boden infiltrieren. Das geschieht natürlich nur bei Laubwäldern. Nadelhölzer und Nadelgehölze, insbesondere Monokulturen, haben immer einen dichten Nadelfilz, der verhindert, dass das Wasser infiltriert. Das nächste Bild zeigt Ihnen, wie ein solcher Wald eigentlich aussehen müsste, auch als Wirtschaftswald, um diesen gewissermaßen Feuchtigkeitshaushalt des Waldes nachzuahmen. Er wäre vollständig im Waldinnenraum gefüllt mit Chlorophyll. Das steht für das Blattgrün, mit dem die Blätter eben den Traubenzucker assimilieren und gewissermaßen auch in den Boden leiten, um im nächsten Jahr wieder mit diesem Traubenzucker ihr Blattwerk aufzubauen. In einem solchen Wald haben sie ständig eine hohe Luftfeuchte. Und der Förster, das zeige ich Ihnen in späteren Bildern, kann vieles tun, um diese Luftfeuchte noch weiter zu erhöhen. Schauen Sie dieses Bild nochmal an und Sie sehen, dass es vor allen Dingen sich um einen gemischten Wald handelt, in dem große, hohe mit niedrigen Bäumen gemischt sind, in dem dicke mit dünnen gemischt sind und in dem vor allen Dingen die Bäume unterschiedlich alt sind. Und das führt dazu, dass sie natürlich in unterschiedlichen Tiefen wurzeln und der Boden unter solchen Wäldern sieht ganz anders aus. Das ist ein gesunder Waldboden in einem Buchenmischwald. Und die Blätter, die Sie dort sehen, sind die Blätter, die gerade im Vorjahr, im November, gefallen sind. Und Sie sehen, das sind nur noch sehr wenige Blätter. Wo sind die anderen hin? Ganz einfach, die Bodenlebewelt ist so aktiv in solchen Wäldern, weil es ja immer ein schönes, leicht angewärmtes, nicht zu kühles, aber immer feuchtes Bodenklima ist, arbeitet das sogenannte Edaphon auf Hochtouren. Und es hat in diesem Fall, das Bild habe ich im Juni geschossen, hat in diesem Fall bereits alles Laub aus dem Vorjahr aufgearbeitet. Und wenn ich 6 Wochen später gekommen wäre, hätte ich keines dieser Blätter mehr fotografieren können. Sie wären alle bereits wieder in den Boden eingearbeitet worden. Und das ist ganz besonders wichtig, weil die Blätter einen besonders hohen Nährstoffgehalt haben. Das heißt also, der Baum und der lebende Baum braucht für das Holz nur wenig Nährstoffe. Etwa im Verhältnis 1 zu 10 bezogen auf die Trockensubstanz von Blatt und Holz. Das heißt, in den Blättern ist etwa 10-mal mehr Nährstoff angereichert als in dem Holz. Und das ist doch wunderbar angeordnet durch die Natur. Bei uns, wir nennen unsere Zone ja auch als sommergrüne Laubmischwaldzone, da werden im Frühjahr die Blätter gebildet aus den Reservestoffen, die der Baum im Jahr vorher in den Wurzeln eingelagert hat. Dann entfalten sich die Blätter, sie assimilieren, der ganze Kreislauf beginnt voll zu produzieren und schon etwa ab Ende August, Anfang September wird bereits der Kreislauf im Baum selbst umgedreht. Das heißt, dann schafft er bereits die gebildeten Traubenzucker zu den Wurzeln und dann verfärben sich auch schon bald die Blätter und fallen ab und stehen dann im nächsten Jahr, gleich wenn das Frühling sich erwärmt, der Bodenlebewelt gewissermaßen zur Einarbeitung in den Boden zur Verfügung. Und daraus entstehen dann ganz belebte Böden, die schön dunkelbraun bis schwarz sind, sehr gut und wohlig riechen und die dann sehr, sehr fruchtbar sind. Das ist der Kreislauf, der den Wald eigentlich am Leben erhält. Und er ist natürlich nur möglich, wenn er ein ordentliches Waldbinnenklima hat. Und wenn er natürlich ständig das Wasser in den Boden infiltriert. Ich zeige Ihnen als nächstes Bild eine Grafik, die nochmal deutlich macht, wie schädlich es ist, wenn man Nadelbäume als Monokultur pflanzt, was in Deutschland auf fast 50% der Fläche geschehen ist. Ich brauche nicht in Erinnerung zu rufen, dass es genau die Wälder sind, die jetzt alle absterben. Aber schauen Sie, was geschieht mit dem Regen in einer Fichtenmonokultur, hier dargestellt durch die linke Fichte.
Erstmal, der größte Teil der Normalregen, die ja keine Starkregen sind bei uns, sogenannte Landregen oder kurze Regenereignisse, bleiben in den Fichten- und Kiefernnageln hängen, zwischen den eng stehenden Nadeln. Und wenn dann die Sonne kommt und der Regen hat aufgehört, dann verdunstet direkt das Wasser von den Regen, von den Nadeln, von den nassen Nadeln wieder in die Atmosphäre und ist gewissermaßen als Grundwasserspende verloren gegangen. Fast nichts fällt durch eine Fichtenkrone auf den Boden. Nur bei wolkenbruchartigen Unwettern haben sie einen sogenannten Kronenregen unter Fichtenwäldern. Und wenn es dann durchfällt, fällt es auf einen dichten Nadelfels, der wiederum nichts in den Boden infiltrieren lässt. Ich habe das angedeutet mit der schmalen, mit der flachen Wellenlinie unter der Fichte. Und jetzt wenden wir mal den Blick zur Buche. Bei der Buche ist es so, dass die Blätter sich zunächst befeuchten, wenn es regnet. Aber, wie Sie wissen, die Buchenblätter, die wackeln im Wind und schütteln das Regen gewissermaßen wieder ab. Und sobald es aufhört zu regnen, gehen Sie mal in einen Buchenwald, dann beginnt erst der richtige Kronenregen der Buchen. Dann regnet es so stark, dass selbst das Wild diese Geräusche gewissermaßen meidet und auf die Felder und die Wiesen zieht. Und während es stark regnet, dann fließt es sogar an den zentral zum Stamm hingeordneten Ästen den Stamm hinunter. Und zwar in Rinnsalen, die so stark sind, dass unten am Stammfuß bei der Buche das Laub sogar weggespült wird. Und dort trifft es dann auf den Waldboden, der mit einer lockeren Laubschicht oder mit einer schon weitgehend eingearbeiteten, moosigen Schicht des Bodens trifft. Und die infiltrieren das Wasser vollständig. Ich rate Ihnen mal zu einem kleinen Test. Geben Sie mal mit einem Eimer Wasser in eine Fichtenmonokultur und in einen Buchenwald. Schütten Sie ihn einmal in der Fichtenmonokultur aus und dann werden Sie sehen, das Wasser läuft wie in Rinnsalen den kleinen Hang hinunter. Und bei der Buche dauert es nicht eine Sekunde und das Wasser ist verschwunden zwischen den Blättern. Es schlürft sich gewissermaßen in den Boden. Ich zeige Ihnen ein Bild, wo ich nochmal das, was ich Ihnen eben an der Grafik von Fichte und von Buche erklärt habe. Links im Bild ist eine Buche bei einem mittelstarken Regen. Und Sie sehen, wie am Stamm die Rinnsale zum Boden laufen. Und rechts ist ein winterliches Bild, das zeigt, dass der Schnee im Winter in Buchenwäldern durchfällt bis auf den Boden. Dort bleibt er liegen und wenn dann der Sommer kommt, der Frühling kommt und es wird wärmer, taut allmählich der Regen weg, der Schnee weg und sickert direkt durch die Laubauflage in den Boden und wird damit grundwasserwirksam. Bei Fichten wäre das ganz anders. Da bleibt oder blieb früher der Schnee, wir haben ja heute kaum noch Schnee in Deutschland, blieb der Schnee auf den Kronen liegen bis zum Frühjahr. Und wenn dann das Frühjahr wärmer wurde, schien die Sonne und schmelzte erst den Schnee und taute ihn gleich in die Luft. Ich möchte Ihnen mit der folgenden Darstellung zeigen, dass die Buchenwälder also gar nicht so sehr unter der Trockenheit leiden, wie uns die Forstwissenschaft und die deutsche Forstwissenschaft glauben machen. Das Bild zeigt im Grunde genommen den Zustand des Waldes, eines Privatwaldes, der vor 15 bis 16 Jahren begonnen wurde, in einen Dauerwald zu überführen. Es handelt sich um den Wald Kalebsberg, ein privater Wald, in dem ich Ihnen das letzte Video gedreht habe und wo ich Ihnen den Waldbesitzer Herrn Weinauge vorgestellt habe. Und der Weinauge hat hier einmal die Vitalitätskarten aus dem Internet heruntergeladen für seinen Wald und zeigt oben links 2018 die gelben und die roten Flächen, dass es einige Bäume und kleinere Partien des Waldes doch sehr geschadet hat, diese lange Sommertrockenheit. Aber bitte denken Sie daran, es ist ja ein Altersklassenwald gewesen, der erst seit 15 Jahren von innen strukturiert wird oder wie ich eben gesagt habe, mit Chlorophyll gefüllt wird.
Rechts sehen Sie das Jahr 2019, da sind die Schäden noch deutlich sichtbar aus dem Vorjahr. Und links das Jahr 2020, da ist schon kaum noch was sichtbar. Und 2021 gibt es keine geschädigten Waldteile mehr. Mit anderen Worten, die Buchenmischwälder bei ihm haben die Sommertrockenheit besser weggesteckt als alle anderen Wälder, die wir in Deutschland kennen. Außer den Dauerwäldern. Die Dauerwälder in Deutschland hatten in der Trockenphase nicht eine einzige Kahlfläche infolge der Trockenheit. Jetzt zeige ich Ihnen einige Bilder aus diesem Wald in Kalebsberg, die in 15 Jahren waldbaulich gestaltet und geschaffen wurden. So sieht der Wald dort aus. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Der gesamte Wald ist in 15 Jahren vom Waldbesitzer durch waldbauliche Maßnahmen mit Chlorophyll im Innenraum ausgefüllt worden. Das heißt, dieser Wald hat jetzt schon, auch in einem trockenen Sommer, eine deutlich höhere Luftfeuchte als außerhalb. Das nächste Foto zeigt Ihnen in Großaufnahme, wie stark strukturiert dieser Wald ist. Auf diesem Bild sehen Sie 8 verschiedene Baumarten. Das nächste Bild zeigt einen Blick, dass es ein Wald ist, der natürlich auch noch Nadelhölzer zeigt. Aber auch hier dieser Wald ist bereits vollständig durchmischt mit Blattgrün. Dieses Bild entstand übrigens aus einer Fichtenmonokultur vor 15 Jahren. Dauerwälder bedeutet nicht, auf Nadelholz ganz zu verzichten. Entscheidend ist, dass Dauerwälder Nadelbeimischungen niemals über 30% an der Bestockung zulassen. Das heißt, das Grundgerüst eines jeden Dauerwaldes sollte in Deutschland aus den Baumarten des Buchenmischwaldes bestehen und das kann man anreichern mit einzelnen Nadelhölzern. Das nächste Bild zeige ich Ihnen, dass sogar Douglasien in einem Dauerwald ihren Platz finden. Rechts eine Fichte und links eine Douglasie. Das Entscheidende ist und bleibt, dass der Wald ausgefüllt ist mit Chlorophyll. Und ich zeige Ihnen auf dem nächsten Bild, dass der Förster noch einiges weiteres tun kann, um den Feuchtigkeitshaushalt des Waldes zu stützen. Auch dieses Bild zeigt Ihnen nichts anderes, als dass der Wald vollständig ausgefüllt ist mit Chlorophyll. Aber es kommt noch ein anderes Element hinzu. Das ist das Totholz. Hier hat der Sturm eine mächtige Fichte geworfen und die bleibt auch in Kalebsberg natürlich liegen als Totholz. Sie darf also im Wald verrotten und auf die Art und Weise eine wichtige Grundlage für einen Feuchtigkeitsvorrat bilden. Das nächste Bild zeigt das in einem fortgeschrittenen Stadium in einem Buchenwald. Solches Totholz, gerade in diesem Zersetzungsstadium, ist wie ein Schwamm. Kubikmeterweise hält dieses Totholz auch Wasser im Sommer parat, das es dann natürlich in Trockenheitsphasen an den Wald, an die Luftfeuchte abgibt. Das nächste Bild zeigt ein ähnliches, noch stehendes Totholz, das natürlich irgendwann dann auf den Boden fällt und weiter verrottet. Und das Schöne an diesem Totholz ist, dass es seine Funktion nicht nur als liegendes Totholz im Wald erfüllt, sondern indem es von den Pilzen, von der Bodenlebewelt schlussendlich in den humosen Oberboden eingearbeitet wird, erhöht es dort die sogenannte Krümelstruktur. Und diese Krümelstruktur ist eigentlich das, was den Boden zu einem wahren Schwamm macht. Man spricht von der sogenannten Feldkapazität. Und wissen Sie, wie viel Prozent eines wirklich optimal belebten Bodens Hohlraum ist, der mit Wasser gefüllt, ständig auch bevorratet sein kann mit Wasser? Es sind 50% Hohlraumvolumen. Davon ist zwar nicht alles sogenannte mittlere Kapillarität, das heißt ein Kapillar, das das Wasser auch dauerhaft oben hält, sondern vieles sind auch Grobporen und es läuft einfach durch ins Grundwasser. Aber das soll es ja auch. Denn im Winter haben ja unsere Bäume keine Blätter und transpirieren nicht. Dann fällt der Regen runter bis auf den Laubboden. Ja, und dann versickert ein Teil des Wassers in das Grundwasser und tritt dort Wochen später, etwa zum Frühling, wieder an den Quellhorizonten aus und speist unsere Bäche und Flüsse. Aber der andere Teil, das sogenannte Mittelporenvolumen,
Das ist das sogenannte pflanzenverfügbare Wasser. Das wird im Oberboden gehalten, bis die Pflanzen es aufnehmen können. Und ich sage Ihnen nach allem, was ich Ihnen gezeigt habe, nichts Neues. Der Förster hat mit seinem Waldbau in der Hand, wie der Wasserhaushalt des Waldes funktioniert und verbessert werden kann. Es sind viele Komponenten, die ich Ihnen zeigen wollte. Und ich möchte mich mit dem nächsten Bild von Ihnen verabschieden. Es zeigt so einen quatschnassen, starken Buchen-Totholzstamm. In Kalebsberg übrigens, in den Wald, in dem ich Sie mit diesen Bildern geführt habe und mit einigen Videos, die ich Ihnen gezeigt habe. Und es macht nochmal deutlich, was ein solcher Stamm, übrigens an einem trockenen Sommertag fotografiert, für eine man kann fast sagen, ein Feuchtigkeitsbrunnen darstellt. Er ist klatschnass und er ist noch nicht mal sehr weitgehend zersetzt. Das heißt, seine Feuchtigkeitsvorrat wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich erhöhen. Und Sie sehen schon, was auf ihm wächst. Es sind Moose, Feuchtigkeitsmoose, die besonders viel Feuchtigkeit benötigen. Und ich möchte mich mit diesem Bild von Ihnen verabschieden und hoffe, Sie gewonnen zu haben. Dass die Katastrophe, die unsere Wälder heimsucht, nicht eine Klimafolge ist, sondern das Klima und das wandelnde Klima ist nur der Auslöser dieser Katastrophe. Hätten wir einen anderen Wald, wären wir wesentlich resistenter gegen leichte Klimaveränderungen, die wir bisher haben. Ich möchte mich insofern verabschieden und Ihnen wünschen, setzen Sie sich mit mir für den Dauerwald ein und unsere Wälder werden mit dem modernen Begriff Resilienz resilienter, als sie es heute sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, unser heutiges Video hat Ihren Blick auf den Organismus des Dauerwaldes und seine systemischen Vorteile vertieft. Bleiben Sie der Zukunft des Waldes treu.